So, dann sind wir denn noch wieder mit einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator 2. Mit dem Ton war ganz okay in der letzten Folge, das heißt, ich werde es jetzt auch so beibehalten. Ja, von daher fahren wir mal das restliche Stücke von der Mission. Und dann schauen wir mal, wie viel Geld wir dabei bekommen. Ach, da steht ja 42.000. Lass Okay. uns loslegen. So. Da sind wir bald wieder auf der Insel, wo wir gestartet haben. Sehr nice. Ich sollte doch mal ein bisschen Musik anmachen. Die ist doch immer so schön. Kommt was? Ah, doch, so ganz leise. Ein sehr leises Lied. So, ja, bald müssen wir nämlich pennen gehen. Aber wir sind ja halt auch schon relativ nah an der Fähre, ne? Das heißt, wir sollten es. Ich weiß nicht genau, wie weit die Strecke noch ist bis zur Fähre. Aber sollten wir tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen ungefähr so knapp schaffen. Ich wollte M drücken. Ah, ist noch ein ganzes Stück, ne? 2 Stunden 30. Eieiei. Okay, doch noch länger als ich dachte. Zeit zu gehen. Ja, 2 Stunden 37 haben wir doch. Es wird also knapp, aber schaffbar. Sehr gut. Das ist ja hier sehr fein ausgefallen. Ich sollte mal auf meiner Spur bleiben, gell? Was eilst du denn hier gerade rum, Alter? Meine Maus schon wieder verstellt? Ne, meine Maus ist ordentlich. Auf die kann ich die Schuld also nicht schieben diesmal. Alter, Hilfe! Ich brauche einen Anwalt, ich brauche einen Arzt. Ich brauche das volle Programm. Die hat Mini-Bäume hinten an. Ist ja süß. Ist das eine Baumschule oder was? Bitte links halten. Sieht so aus, ne? Wie so eine typische Baumschule. Naja, was heißt typisch? Ich habe noch nie eine gesehen. Wurden so groß und fein. Ferne. Und so. Aber so stelle ich mir zumindest eine Baumschule vor. Bitte links halten. Ich muss mir hier meine rechte Hand neu positionieren. Ich bewege andauernd die Maus, ich betätige andauernd die Blinker. Was ist denn hier los mit meiner rechten Hand? Erstmal hier ordentlich Handübung. Okay. Los. Oh, dabei geht's hier. Ach ja. Gotcha.
Tja, ich hab mich echt ein bisschen geärgert, weil mir kam schon länger die Idee, hier Musik einzuspielen, so als Radio. Ne, deswegen hatte ich da auch meine ganze private Musik mit drinne. Aber ich fand es halt immer ein bisschen blöd, dass man sowas halt bei Videos, die man denn veröffentlichen möchte, halt nicht machen kann. Wegen Copyright halt, ne? Und da habe ich mich halt immer so ein bisschen geärgert mit, ja, ich könnte jetzt natürlich auch nach freier Musik suchen, aber A, müsste ich dann erstmal gezwungenermaßen irgendwas akzeptieren, was ich sonst nicht höre. Und vor allem muss ich das halt auch erstmal raussuchen. Aber ich glaube, mit diesen Non-Copyright-Sounds habe ich echt einen Glückstreffer gelandet. Also, wie gesagt, ich kannte die auch schon privat vorher, wobei ich halt nicht speziell nach denen gesucht habe, sondern einfach nach bestimmten Liedern gesucht habe und die kamen dann von NCS. Von daher, ne, habe ich jetzt noch nie speziell nach NCS gesucht. Aber ich hatte zumindest schon mal den Namen gehört und als ich dann nach No Copyright Musik gesucht habe. Hallo? Ja, da war es dann auch relativ schnell. Hab gedacht, okay, komm. Hörst du so ein bisschen rein? Hab dann so zwei, drei Lieder gehört. Hab gedacht, ja, genau so kennst du die. Coole Mucke. Und hab dann halt, wollte ich dann nicht jedes Lied einzeln von denen anklicken wollte und downloaden, habe ich dann halt nach Playlisten gesucht und hab einfach eingegeben, Best No Copyright Sounds. Ja, und dann habe ich die ersten beiden Playlisten genommen, habe die beide bei J-Downloader reingeschmissen, womit ich meine ganzen, wo ist die lang? Hilfe! Hilfe! Okay, mal gucken, da ist alles gesperrt, da kann ich rein. Was wollte ich gerade sagen? Genau, habt ihr alle bei J-Downloader reingeschmissen und habt ihr dann alle gedownloadet. Und tatsächlich, bis jetzt zumindest ist die Musik echt in Ordnung. Also, wie gesagt, ich bin zwar immer noch traurig, dass ich keine Vocaloid-Musik reinschmeißen kann oder so meine ganze andere Musikbibliothek, aber es ist zumindest eine brauchbare und sehr abwechslungsreiche Alternative zumindest. Also, das muss man auf jeden Fall schon sagen. Ne, auch wenn es mein schöner Tsunemiko-LKW sich ein bisschen fehl am Platz fühlt. Ja. Aber gut. Tja. Was für eine schöne Landschaft hier, by the way, ne? Denke, wo sind wir denn hier gerade? Im Wunderland? Ich war ja auch mit auf der Straße und war schon wieder viel zu schnell. Die Bacara? Was war das gerade? Ich sag mal so, wir sind irgendwo auf der Welt. Na. Tja, in der vorigen Folge haben wir diesen kleinen Unfall gebaut, aufgrund meiner Zuckungen hier. Da bin ich mal gespannt, wie teuer der Spaß wird. Wie viel wir da von diesen 42.000 Euro eingebüßt haben. Ich hoffe mal nicht, dass sich die Kosten auf 50.000 belaufen. Weil einfach die gesamte Mission umsonst. Was, wir werden müde? Ich hab doch noch eine halbe Stunde. Okay, wir müssen also immer gucken, also wir müssen von der Zeit, die da steht, immer noch eine halbe Stunde abziehen. Ja, aber andererseits für eine halbe Stunde jetzt extra nochmal 10 Stunden schlafen zu gehen, ist halt auch dumm. Also das müssen sie echt bei dem Spiel noch ein bisschen überarbeiten. Zum einen, dass man die Ruhezeit einstellen kann, wie lange man ruhen möchte und nicht immer nur feste 10 Stunden. Ja, und dann vor allen Dingen auch, dass das
dass das Müde-Sein-Verhalten etwas realistischer ist. Weil beispielsweise, wenn du in der Nacht fährst, dann wirst du halt schneller müde, als wenn du am Tage fährst. Wenn du die ganze Zeit in den Sonnenschein fährst, wo alles hell ist, dann wirst du bei weitem nicht so schnell müde. Ah ne, warum ist das? Ja, von daher. Vor allem auch so plötzlich mit einmal, ne? Weißt du, die ganze Zeit war gar nichts und dann mit einmal wirst du komplett müde und wirst komplett schläfrig und so. Ist halt auch nicht so unbedingt richtig. Oh Gott, was ist das denn für eine Straßenführung? Wer hat denn hier schon wieder den Praktikanten rangelassen? Oh, hier kommt eine scharfe Kurve. Das Lied kenne ich sogar. Das ist sogar eins von den Liedern, die ich früher schon hatte. So, wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen auf unsere Insel. Das heißt, wir müssen nach da. Meine Route finden. Achso, ich weiß jetzt gar nicht, ob überhaupt der Ton mit meiner Kamera synchron ist. Nicht, dass hier mein Lip-Syncing komplett unsyncing ist. So. Schon wieder dunkel. Ich glaube nicht. Wow. Eine Frachtlieferung und ja. Zweimal in der Nacht fahren. Nee, halt. So, so. Ich finde eine neue Route. Biege nach links ab. So, Straße ist, keine Ahnung. Ich finde auch halt auch so witzig, ne, wenn man hier so. Na, guck mal, ob ich eine Mission finde. Eine Sache finde, wo es gerade Geld günstig zu sehen ist. Aber jetzt hier zum Beispiel, ne, wenn so extrem helle Sachen vor uns sind, und ich halt so weggucke, wird es so hell. Und wenn ich wieder zurückgucke, bumm. Dieses Weißabgleich ist halt irgendwie schon cool gemacht. Ja, ich fahre hier gerade komplett falsch. Wieso eigentlich? Ach, ich hätte schon wieder direkt beim Hafen bleiben können. Wow. Ja. Das ist auch so ein bisschen dumm von diesem Navi, dass der einem immer erstmal rausschickt aus dem Hafen, statt zu sagen, Junge, du kannst gleich hier bleiben, ne? Nimm diese Ausfahrt. Biege nach rechts ab. So. Und wieder zurück in die Fähre. Wir hätten hier auf dem Gelände, auf dem Gelände hätten wir so einen schönen Kreis einfach ziehen können. Ja, aber nein, das Navi schickt mich erstmal komplett raus, damit wir wieder reinfahren dürfen. Das ist so dumm. Naja, aber was soll's. Ich hätte auch selbst ein bisschen drauf achten können. Ja, stimmt schon. Beziehungsweise ich hätte mir auch einfach merken können, dass ich ja zweimal mit der Fähre fahre. Aber gut.
Das kommt davon, wenn man sich zu sehr auf Navi verlässt. Ah. So, jetzt müssen wir nach oben, ne? Das heißt, wir müssen nach da. Genau, da geht's wieder zurück, da wollen wir definitiv nicht hin. Okay, so, jetzt sollte es wieder hell sein, oder? Naja, noch nicht so ganz. Ist noch 2 Stunden, bis es hell wird. Also, ne, ja. So. Das sieht hier ja auch. Demnächst rechts ab. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Wobei das keins von den Liedern ist, die ich bereits gedownloadet habe, sondern das kenne ich halt einfach nur. Warum bin ich gerade stehen geblieben? Boah, jetzt habe ich rot. Danke, Ronny. Echt. Intelligenzbestie. Was halt cool wäre, ich meine, in dem Spiel gibt es ja so viele verschiedene LKWs, so als NPCs, ne, so als Traffic. Es wäre halt so geil, wenn man davon auch so andere LKW-Typen fahren kann, wie zum Beispiel diese ganzen, die halt, also, ne, halt nicht nur Semi-Trucks, sondern auch normale Trucks und so. Na, das wäre halt so cool. Oder hier so eine Transporter, wie der vor uns steht. Ja? Das wäre halt schon echt geil. Ich meine, gut, es geht wahrscheinlich auch darum, dass man ja hier europaweit fährt, ne? Und so eine große Strecke liegt man normalerweise nicht mit so einem oder so einem LKW zurück. Von daher macht es vielleicht schon Sinn, dass man sich hier vor allen Dingen auf diese Semi-Trucks konzentriert, weil das halt die LKWs der Wahl sind für lange Strecken. Aber man kann natürlich auch, wenn man nur ein bisschen Fracht hat, durchaus mit einem Transporter von Europa nach Spanien oder wo sich der Geier wohin fahren. Erste Ausfahrt nehmen. Ne? Also technisch gesehen würde ich fast sagen, ist völlig normal eigentlich. Nimm diese Ausfahrt. Es wäre auf jeden Fall cool, wenn man sowas machen könnte. Vor allen Dingen muss ich, gerade was das angeht, muss ich Euro Truck Simulator auch langsam echt ein bisschen ins Zeug legen. Weil es kommen mittlerweile neue Truck Simulatoren auf den Markt. Ne, jetzt sollte diesen Australien Truck Simulator, dann auch noch diverse, die so für den mobilen Markt gedacht sind und so. Und die haben schon echt geile Feature. Und da muss sich Euro Truck Simulator. Oder da muss allgemein SCS-Software aufpassen, dass sie sich nicht den Markt ablaufen lassen. Ne? Aber ich meine, Euro Truck Simulator und American Truck Simulator haben definitiv immer noch ganz, ganz weit die Nase vorne. Ja? Braucht man sich keine Illusionen machen. Aber wenn Geld nicht aufpassen und darauf sitzen bleiben, sage ich jetzt mal, dann können den anderen Truck-Simulatoren, die da kommen, durchaus irgendwann mal den Markt abrennen. So, Wartung. Oh, 7800, ey. Das ist nicht geil. Naja, Fahrwerk alleine, Fahrwerk und Fahrerhaus alleine schon 5000 Euro. Wenn ich die Welt jetzt nicht mache. Na gut, Fahrwerk brauche ich wahrscheinlich sowieso, aber Fahrerhaus brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ach komm, drauf geschissen. Eine Kacke hier.
Hallo? Kann ich jetzt mal... Was? So, let's go. Zufriedenstellend. Was? Also wegen der Frachtschaden. Wegen dem Frachtschaden. Abzug für Schäden. 2, hat sie nicht nur 1% gehabt? Boah, Alter. Wow. Wir haben also gerade mal 30.000 Euro gemacht. Nicht mal 30.000. Eieiei. Wie ist das eigentlich? Was haben wir jetzt eigentlich mittlerweile also für Fähigkeiten? Haben wir jetzt noch irgendwie. Welcher Level sind wir gerade? Wir sind Level 15. Aber gut, dann wollen wir erstmal hier. Ich will mal wieder hier in die freie Welt entfliehen. Schlafen müssen wir nicht. Tank haben wir voll. Okay, komm. Sieht doch gut aus. Schnellaufträge, Quatsch, was mach ich denn da? Nein. Frachtmarkt. So, da haben wir für 20.000, 27.000, 19.000. Okay, alles nicht so geil. Da geht's nach da oben. Da geht's nach da oben. Ich würde gerne lieber wieder in die Richtung fahren. Tatsächlich. Ja, let's go. So, wo müssen wir da hinfahren? Kann ich hier wenden? Ja, ich kann hier wenden. Sehr gut. So. Wo kommt der Auflieger auf einmal her? Wir müssen... Wo müssen wir hin? Wir müssen... Ach da. Okay. Können wir nochmal bei der Werkstatt kurz vorbeigucken? Gucken, ob wir da mittlerweile ein paar neue Sachen tun können. Ist halt ein bisschen blöd, dass man immer nur so ruckartig anfahren und bremsen kann. Ne? So. LKW-Konfigurator. Was können wir mittlerweile machen? Ja, wir könnten den mittlerweile holen. Lohnt sich aber eigentlich noch nicht so sehr. Hier kannst du mittlerweile gucken, ob wir uns hier mal zweiachtiges Gestell holen. Genau, da haben wir jetzt mittlerweile sogar Vierradantrieb. Geil. 11. Ja doch, genau, doch, klar. Richtig, genau. Das wäre also eine Option. Boah, also kostet aber halt doch scheiße viel Schotter. Und wir haben gerade mal 67.000. Ne.
Das wird auf jeden Fall noch nichts. Bestellung löschen. Das wird auf jeden Fall noch gar nichts. Bei Motoren. Da könnten wir auf 750 PS gehen. Bringt auch nicht so viel. Hier haben wir schon 12 Gänge mit Pitada. Das brauchen wir jetzt recht nicht. Das brauchen wir auch nicht. Hier können wir mal gucken. Was gibt's denn hier so Neues? Ah, oh, nee, sagt mir alt nichts zu. Da. Haben wir bei dem Level schon geguckt? Weil irgendwie alles, was hier dazu kam, kenne ich alles schon. Oder haben wir vielmehr schon? So. Ah, hier kommt was Neues dazu, okay. Nee, so lange wollen wir nicht, weil wir damit ja diese Kappen hier bereits. Nee, sieht hässlich aus. Das könnte man vielleicht machen. Die Frage ist nur, wenn man hier jetzt über die Dinger hinklatscht. Wo sind denn die Auspuffanlagen? Ah, okay. Hui. Oh. Uiuiui. That's actually not bad. Vor allem, weil die Lampen ja auch so gut zu unseren Lampen passen. Also zu denen, die schon vorhanden sind, ne? Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich meine, Bling Bling ist sowieso immer gut, ne? Also... Die Frage ist, dann müssen wir 20.000 Euro zahlen. Weißt du was? So, was können wir hier mittlerweile machen? Da haben wir nur noch den, immer noch nur den Einzelauflieger. Haben wir mittlerweile den ISO, diesen... Den hier mit Kühlaggregat meine ich, aber den haben wir noch nicht. Da müssen wir noch mit Level 19 oder 20 warten, je nachdem was von den beiden ist. Schade. Okay. Weiß ich nicht. Ich meine, das wäre auf jeden Fall wendiger als das hier. Ne, weil hier ist der Lenk... Ne, wie sagt man, der Drehpunkt quasi, ist dann hier zwischen diesen beiden Achsen. Und bei dem ist der Drehpunkt halt hier vorne bei der Achse. Also ist doch schon ganz schöne Stücke, was wir hier wettmachen. Aber weiß ich nicht. Weiß ich nicht, du. Muss das sein? So, unsere Lackierung bald auf jeden Fall. Ja. Wenn da einer eine neue Lackierung haben möchte, ja. Dann muss ich mir eine neue Lackierung mit Tatsune Miku raussuchen. So sieht es nämlich aus. Ja. Wenn wir schon keine Vocaloid-Musik hören können, dann will ich vielleicht meine Lackierung behalten. Weil ich will die sowieso behalten, egal ob wir Musik hören können, davon oder nicht. Warenkorb. Ah, die können wir einfach abbrechen hier. So, weg, raus. Beim Auflieger können wir so noch nichts machen. Okay. Jetzt will man ja ganz gerne gucken hier. Absatteln. So. Oh, schaut euch diese an hier. Boah, Alter. Boah. That's not bad. Ah, das ist ja schon mal Partybeleuchtung hier. Echt cool. Echt geil.
Okay. Was? Achso. Nicht so schnell beschleunigen, mein Freund. Interessant. Warum kann ich so einfach den Hänger schieben? Wow. So, hier doch. Müsste ich eigentlich automatisch, wenn ich den Hänger abkuppel, dann müsste doch die Luft raus. Die halt die Bremse vom Auflieger muss noch angezogen sein. Warum kann ich einfach so den Hänger zurückschieben? Das macht ja mal gar keinen Sinn. So. Gutchen. Gab es natürlich direkt Schaden für? Klar. So. So, dann fahren wir mal zu unserer Mission. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Ah, so viel Blick war es beim LKW. Biege nach links ab. Was? Muss ich rein? Wo denn? Hilfe? Was? Wie? Ach, da. In der Irrenanstalt. So, Frachtmarkt. Ja, genau, let's go. Wo kommen wir da hin? Ach, da. Ja. Ah, gut. So. Bitte, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir dann die Fracht von hier nach vor auch immer hinbringen. Ne? Dieses Lied ist irgendwie ein bisschen total witzig. Ja, von daher dann. Bis zur nächsten Folge.